Ja, hallo, hier ist Wiebke von Hallo Burnout und heute spreche ich mit der Katrin Tewil. Hallo, liebe Katrin, schön, dass du da Hallo. bist. Ja. Ja, ist schön jetzt zu sein. Und die Katrin ist, das muss ich einmal lesen, psychologische Psychotherapeutin. Darüber reden wir auch noch mal gleich, was es eigentlich auf sich hat als psychologische Psychotherapeutin. Und das ist eigentlich schon meine erste Frage, liebe Katrin. Was machst oder wofür steht dieses psychologische Psychotherapeut, was ja schon ein Zungenbrecher ist? Und was machst du da genau? Und vor allem, wie bist du da eigentlich hingekommen, psychologische Psychotherapeutin zu werden? Ja, das ist tatsächlich ein etwas komplizierter Begriff, den viele meiner Kollegen oder ich auch eigentlich ganz gerne vermeiden würden. Aber da Psychotherapie ein geschützter Begriff ist, seit den 90er Jahren Psychotherapie Gesetz, was verändert wurde, ist es irgendwie gleichzeitig wichtig, den Begriff zu haben, weil er auch so ein bisschen eine Markenbezeichnung ist. Und psychologische Psychotherapeutin heißt in dem Fall, dass ich vorher Psychologie studiert habe und danach die Psychotherapieausbildung gemacht habe. Das ist der eine Weg, dahin zu kommen, bei Erwachsenen jedenfalls. Und der andere ist Medizin studieren und dann die Psychotherapieausbildung obendrauf setzen. Dann ist man ärztlicher Psychotherapeut oder ärztliche Psychotherapeutin. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es noch, das soll eventuell auch nochmal verändert werden, den Weg über Lehramt, soziale Arbeit, Pädagogik. So, aber bei den Erwachsenen gibt es nur Psychologie und Medizin als Wege dahin. Und das unterscheidet uns zum Beispiel von den Heilpraktikern Psychotherapie, die eigentlich immer verpflichtet sind, nochmal ein kleines HPG in Klammern zu haben oder irgendwo zu erwähnen, dass sie nach Heilpraktikergesetz arbeiten. In der Praxis machen das nicht alle ganz so transparent. Genau, aber das ist im Prinzip so ein bisschen wie das Qualitätssiegel, kann man sagen. Und bezeichnet die Richtung, aus der ich, also wo ich angefangen habe. Jetzt bist du ja noch relativ jung. Ich habe dich vorhin gefragt, also relativ jung, was ist das schon? Aber ich stelle mir jetzt da echt einen langen Studienweg vor. Also wenn ich mir jetzt so überlege, Diplom oder heute ja irgendwie Bachelor und Master und dann noch den Psychotherapeuten drauf, das ist ja ein langer Weg, oder? Ja. Also ich habe noch auf Diplom studiert. Und 10 Jahre gebraucht, das war auch, ach Quatsch, 10 Jahre, 10 Semester, also 5 Jahre gebraucht, das war auch ungefähr der Durchschnitt. Und dann kommt die Psychotherapieausbildung, die, ich würde sagen, schnellstenfalls in 3 Jahren absolviert wird. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der oder die das geschafft hat. Wann habe ich denn gebraucht? 4,5 Jahre gebraucht und die schnellste, die ich kenne, hat 3,5 Jahre gebraucht. Und die meisten machen, glaube ich, eher noch ein bisschen länger. Also so über den Daumen gepeilt 10 Jahre kann man rechnen, ja. Kann man rechnen und ist Kann ja man rechnen. irgendwie kann man, und ist ja irgendwie auch so ein bisschen legitim, weil es geht ja auch darum, Menschen zu begleiten, Ja. ne? Und da braucht es ja auch eine gute, wenn nicht eine sehr gute Selbstkenntnis, weil, Ja. ne? Also in meinem Verständnis kann ich nur Menschen begleiten, wenn ich meine Themen kenne und die Ja. nicht mit reinnehme. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Also ich bin ja Tiefenpsychologin, darüber wollten wir nachher auch noch mal kurz sprechen, was die Unterschiede sind. Aber bei uns war es so, wir haben 140 Stunden Einzel-Selbsterfahrung gehabt und 60 Stunden Gruppenselbsterfahrung. Also ich habe 200 Stunden über meine eigenen Sachen gesprochen und halte das auch für total wichtig. Also das halte ich für einen der wichtigsten Bestandteile in der Psychotherapieausbildung. Das ist auch ein großer Unterschied, teilweise auch zu der Verhaltenstherapieausbildung, aber vor allem auch zum Heilpraktiker zum Beispiel. Also A, um nicht meine eigenen Themen zu sehr in die Behandlung einfließen zu lassen. Ich meine, ganz außen vor sind eigene Themen nie, aber und B, auch alles, was man so erleben kann in der Therapie oder das meiste jedenfalls, habe ich selber schon mal gespürt. Und ich glaube, das ist auch ganz hilfreich zu wissen, wie das ist, wenn 50 Minuten nicht reichen oder wenn 50 Minuten viel zu viel erscheinen, so zum Beispiel. Jetzt hast du vorhin schon von der Verhaltenstherapie gesprochen. Es gibt ja, wenn ich mich nicht irre, also drei
Therapieformen, die von der Krankenkasse übernommen genau. werden. Ja, das ist ja die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, nochmal so ein genau. Zungenbrecher. Dann die Verhaltenstherapie und dann die analytische Psychotherapie, also die Psychoanalyse. Genau. Magst du da ein bisschen noch was zu erzählen, was eigentlich so die Unterschiede sind? Also du bist tiefenpsychologisch unterwegs. Was heißt das genau und die Unterschiede zu den anderen zwei? Ja, also es ist tatsächlich eine spannende Frage. Wir unterhalten uns ganz oft auch unter Kollegen darüber, weil wir auch verpflichtet sind, eben genau diesen Unterschied zu erklären, wie macht man das am besten, ohne die Schulen, in denen man nicht arbeitet, falsch zu beschreiben oder stereotypisierend zu beschreiben. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil sich da auch viel verändert. Aber ich versuche es mal so ein bisschen plakativ und würde danach aber nochmal... Also die Psychoanalyse ist ja das, was man so vielleicht sich so klassisch stereotyp vorstellt, was man so kennt von Freud stammend. Und die Analytiker arbeiten oft, nicht immer im Liegen, arbeiten oft, aber auch nicht immer mehrfach die Woche mit ihren Patienten, haben also 200, 300, 400 Stunden Zeit, also es sind sehr lange Prozesse. Und es geht so um die Idee vom Unbewussten. Also das Eisbergmodell ist ziemlich bekannt, dass also nur die obere Spitze sichtbar ist und das meiste unsichtbar. Und dass uns bestimmte Triebe beeinflussen, bestimmte Konflikte beeinflussen. Also dass ich lernen muss zwischen Es und Über-Ich zu vermitteln zum Beispiel und eben auch, dass also die ersten Entwicklungsjahre ganz prägend sind und dass man eben Konflikte von früher sein ganzes Leben lang mitschleppen kann. Und in der Analyse ist auch dadurch, dass so viel Zeit ist, viel mehr Zeit auch ganz in Ruhe, sich alles früher nochmal anzugucken. Also da kann man wirklich viele Stunden am Stück nur über frühere Erlebnisse sprechen und im Prinzip alles einmal besprechen. Und die Tiefenpsychologie wurde so, ja, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen wie die Modernisierung. Also sowohl einige Theorien, die hinzukamen oder liberalere Strömungen, die so ein bisschen was verändert haben, zum Beispiel auch mal kreative Sachen mit einzubauen oder auch bei anderen Dingen nicht ganz so streng klassisch zu arbeiten. Und wir haben ja angefangen, einmal die Woche als zweimal die Woche im Sitzen zu arbeiten, also mehr Ich-Du-Beziehungen, mehr irgendwie auch sichtbar zu werden als Therapeuten und Therapeutin. Und es geht, also wir brauchen dadurch, dass wir maximal 100 Stunden haben, ein bisschen mehr einen Fokus. Also man muss schon so ein bisschen sich überlegen, was sind so die Hauptthemen, um die es gehen soll, und von da aus kann man immer wieder Ausflüge machen. Aber es gibt einen Fokus und auch mehr Fokus auf die Gegenwart. Also es gibt oft einen aktuellen Konflikt und man versucht, an dem zu arbeiten und anhand dessen ab und zu mal so Rückblenden zu machen auf die Biografie. Die ist immer noch wichtig und so das Hauptwerkzeug, die Biografie. Aber ich nutze die Biografie, nachdem ich sie so einmal meine verstanden zu haben, in groben Zügen immer nur so auszugweise, ne? Mal wenn so ein Thema relevant ist, dass ich dann so einen Rückblick gestalte. Du hast es gerade gesagt, und dann komme ich nochmal kurz auf die Verhaltenstherapie. Ihr habt 100 Stunden. Von wem wird das vorgegeben? Von wem kommt diese Zahl? Pro Patient oder was heißt das? Genau. Das ist vorgegeben. Ja, ist eine gute Frage. Gibt das vor? Ich nehme an, die KV, Kassenärztliche Vereinigung, also wenn jemand gesetzlich versichert ist, gibt es bestimmte Schritte, in denen beantragt wird. Also beispielsweise, es hat sich gerade ganz frisch geändert. Es war ganz lange so, dass man 25 Stunden beantragt für eine Kurzzeittherapie, 50 Stunden für eine Langzeittherapie, und dann gibt es Verlängerungsschritte, die bei maximal 100 enden. Also bei 100 Stunden wird schon sehr, sehr schwer. Die Gutachter, es gibt immer Gutachter, die anonymisiert sich Therapieplanungsberichte anschauen. Und ab da wird es dann sehr schwer, die Gutachter zu überzeugen, nochmal zu bewilligen. Klar, bei Selbstzahlern ist es im Prinzip, kann man im Prinzip auch 200 Stunden machen, obwohl ich mich dann in so einem Fall natürlich auch fragen würde,
wieso finde ich jetzt hier kein Ende, wenn ich das sonst nach 100 Stunden auch muss, aber im Prinzip gibt es da natürlich kein Ende. Und bei Privatversicherten kommt es sehr oft, da ist die Versicherung ja sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es sowas wie 20 Stunden pro Jahr versichert oder unbegrenzt. Das, Okay. Und die Verhaltenstherapie, kannst du da nochmal zwei, drei Sätze zu machen? Ich könnte ja nochmal im Vergleich, also die Verhaltenstherapie erklären und dann ein bisschen was zur tiefen Psychologie, was mir wichtig wäre, weil das, glaube ich, auch für das weitere Gespräch relevant ist. Mhm. Die Verhaltenstherapie, die stammt historisch ja von, es gibt so frühe Tierexperimente, Lernexperimente, wo es so um, also man kennt vielleicht Pavlov und Skinner, wo es um Konditionierung ging und so die frühen Ideen waren, na okay, man hat irgendwie was Blödes sich anerlernt und das kann man auch wieder verlernen und man muss, ne, man muss nur das Richtige üben und so Kreisläufe durchbrechen und wenn man so aufrechterhaltende Kreisläufe verstanden hat, dann kann man das auch ganz einfach weglernen. So bei Depressionen braucht, was weiß ich, braucht man Tagesstruktur und Aktivitäten und da muss man sich dann irgendwie zu bringen und dann gibt es Manuale, wie man das am besten macht. Und genau, also es gibt viele Manuale und so vorgegebene Ideen und Interventionen. Und dann haben aber eben auch die Verhaltenstherapeuten relativ schnell gemerkt, das alleine reicht irgendwie auch nicht. Also nur weil irgendwas hilfreich ist, auch nachgewiesenermaßen hilfreich, heißt es noch lange nicht, dass Menschen das irgendwie tun. Und es hilft auch nicht bei allen. Und dazwischen ist irgendwie noch viel mehr so auf beziehungsinteraktioneller Ebene. Es gibt schwierige Situationen, die mit solchen Modellen nicht zu erklären sind. Und auch da hat die Biografie immer mehr Einzug gewonnen und auch das so Dinge wie Charakter, sogenannte Persönlichkeitsstörungen oder Interaktionsstörungen oder Bindungsmuster oder so. Also von daher kann man das heute auch nicht mehr so plakativ sagen. Es gibt auch Studien, die versuchen, erfahrene, gute Therapeuten auseinanderzuhalten, also Videos zu machen und die verschiedenen Schulen zu kodieren. Und es ist nicht immer, das schafft man nicht immer herauszufinden, welcher Schule jemand angehört. Also in der Praxis, glaube ich, sind die Unterschiede nicht immer ganz so groß, wenn man jedenfalls zwei nicht ganz so konservativ arbeitende Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin vergleichen würde. Aber so im Prinzip durch diese historischen Hintergründe kann man sich so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das geht. Also ich habe zum Beispiel nie einen Flipchart bei mir, also der steht zwar im Raum, aber ich benutze es nicht. Also mir ist es wichtiger, irgendwie in dem menschlichen Du und Ich zu bleiben. Ich würde nie Hausaufgaben aufgeben, also oder nicht mit Protokollen arbeiten, es sei denn, das ergibt sich jetzt, dass das jemand sagt, sowas hilft mir total. Ne? Also wenn sich das aus dem Prozess ergibt, dass jemand das selber vorschlägt, dann ja, aber ich würde nie von mir aus sagen, hier ist das Stimmungstagebuch oder so. Mhm. Ich weiß, es gibt auch verhaltenstherapeutische Kollegen, die das nicht mögen, aber im Institut haben wir uns immer unterschieden in wer läuft mit dem, also die mit dem Flipchart und die Verhaltenstherapeuten. Okay, die malen auf. Der Coach oder so, der klassische Coach ist ja auch mit Flipchart unterwegs und es liegen Bildchen und was weiß ich. Ja. Struktur. Vielleicht kann man einfach sagen, es ist so ein bisschen weniger, handlungsorientiert, pragmatisch, was ich mache. Also es gibt wenig direkte, konkrete Tipps und Handlungsanleitungen und machen Sie mal dies, das wird Ihnen bestimmt gut tun. Das gibt es auch, aber prozentual ist es, glaube ich, geringer. Das heißt, wie genau arbeitest du? Also ich gehe jetzt mal in meine Situation, ich war ja schon bei Psychotherapeuten, bei mehreren wie gesagt, jetzt insbesondere, weil deshalb reden wir ja auch, hallo Burnout, zum Thema Burnout, da kann ich mich noch erinnern, das muss ich mir gerade überlegen, weil es ist jetzt dann, wie gesagt, 8 Jahre schon her. Sprich, ich war erstmal bei einer Ärztin, die hat diagnostiziert Burnout, wollte mich eigentlich sofort in die Klinik stecken, was ich aber abgelehnt habe. Das heißt stecken, also sie wollte mich überweisen. So, und ich habe mir dann eine Psychotherapeutin rausgesucht, die auch tiefenpsychologisch gearbeitet hat. Das heißt, da gibt es ja dann, damals war es so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, 6 Probestunden oder so, also oder 3 oder sowas. Ich kann ja mehrere erstmal testen. Ne, genau, weil, vier, bis,
4 bis 5, je nach Versicherung. Okay. Um erstmal zu gucken, kann ich überhaupt mit der oder mit dem? Und da habe ich auch relativ schnell, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen einen Termin gekriegt, um erstmal so eine Probesitzung zu machen. Ist das noch stimmig zur heutigen Zeit? Oder? ja. Also die Wartezeiten liegen zwischen, naja, bestenfalls 3-4 Wochen und schlechtestenfalls. Also ich kenne auch Menschen, die suchen schon 1,5 Jahre. Also das ist was? Echt schwierig, die Situation. Gerade in Berlin, beziehungsweise gerade in Berlin ist auch, kann man auch gar nicht so einfach sagen, wenn man ländlich wohnt, ist vielleicht sogar noch schwieriger. Aber es ist schon schwierig, ja. Vor allem auch durch die Kassensitze, die beschränkt sind. Also Kassensitz bedeutet, ich habe keinen Kassensitz, ich arbeite in Privatpraxis. Kassensitz bedeutet, ich hätte ein Lesegerät und könnte relativ einfach, also es ist klar, dass ich jemanden behandeln darf, zumindest die ersten Stunden, und erst dann kommt ein Bericht. Und es ist also zumindest die theoretische Abrechnung ist gesichert und also für gesetzlich Versicherte. Wenn ich keinen Kassensitz habe, muss ich erst durch viele Anträge und Papierkram mich darum kümmern, dass die Kasse zumindest theoretisch das Geld übernehmen würde, und dann muss ich die gleichen Anträge schreiben, also nochmal inhaltlich begründen. Aber man muss schon für die theoretische Übernahme kämpfen. Und die Kassensitze sind begrenzt, daher ist es gibt oft eine ziemlich große Knappheit. Also wenn man da anruft bei niedergelassenen Kollegen oder Kolleginnen, niedergelassen heißt in dem Fall mit Kassensitz entweder gar keine Antwort oder in absehbarer Zeit keinen Platz oder frühestens in 6 Monaten, also das keine Seltenheit. Das ist ja für eine Akutsituation eine Katastrophe. Ja. Also das ist ja, also bin ich ja gerade so ein bisschen sprachlos, weil das ist ja fahrlässig. Ja. Also anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Das ist ja ein fahrlässiges Gesundheitssystem. Also wenn das so läuft, ja. Ist es teilweise auch. Und also was ich vielleicht an der Stelle einfach mal erwähne, was ich wichtig finde, das sollte zwar nicht die Ideallösung sein, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Also jede Klinik, die eine Psychiatrie hat, da darf man sich zu jeder Uhrzeit an die Rettungsstelle wenden, wie mit einem gebrochenen Arm, und sagen, mir geht's nicht gut, und muss auch Hilfe bekommen. Vor allem, wenn es die Klinik ist, die für den eigenen Bezirk zuständig ist. Also das kann man googeln, welche Klinik zuständig ist. Das finde ich insofern wichtig zu wissen. Ich meine, das soll keine Psychotherapie ersetzen. Aber ich hatte auch schon Menschen mit Suizidversuchen in Behandlung, die gesagt haben, wenn ich das gewusst hätte, dass das mit den Kliniken geht, dann hätte ich es nicht gemacht. Und ich finde, das sollte diese Informationen über Herzinfarktsymptome sollte eigentlich jeder wissen, dass es auch da erste Hilfe gibt. Und es gibt ja hier in Berlin noch den Krisennotdienst. Genau. Also das ist auch eine gute Anlaufstelle, dass man das mal so ein bisschen im Hinterkopf hat. Es gibt die Klinik und den Krisennotdienst, wo man sich hinwenden kann in wirklich Akutsituationen. Genau, und es gibt noch den sozialpsychiatrischen Dienst, die haben auch in jedem Bezirk Büros. Es ist auch nicht das Gleiche, aber es ist zumindest, also gibt es Anlaufstellen, wenn man mit jemandem sprechen möchte. Ja. Das finde ich schon wichtig. Ja. Das wurde im April wurden die Richtlinien verändert, und genau aus der Idee heraus, es gibt jetzt eine Terminvergabe-Servicestelle von den Kassenärztlichen Vereinigungen. Die Nummer kann man googeln, beziehungsweise ich könnte die auch raussuchen, wenn du möchtest, oder dir irgendwie mal zur Verfügung stellen. Und die sollen innerhalb von 4 Wochen einen Sprechstundentermin vermitteln. Das klappt wohl auch ganz okay. Aber das bedeutet nicht, dass jemand auch einen Platz frei hat. Also die niedergelassenen Therapeuten sind seit April verpflichtet, Sprechstunden anzubieten, wo also eine einmalige Beratungsstunde stattfinden kann, wo also jemand schon mal sagen kann, okay, Tendenz zur Diagnose, Klinikempfehlung ja oder nein, oder Therapieempfehlung ja oder nein. Das ist ja an sich nicht schlecht, nur hat das eigentlich noch zu einer noch mehr verschärften Situation geführt, weil jetzt die Zeit, die in Sprechstunden verwendet wird, kann eben nicht mehr in Therapiestunden investiert werden. Also haben die Niedergelassenen noch weniger Zeit. Also es ist eigentlich noch knapper geworden. Und so kann es passieren, dass man mehrere Erstgespräche hat, ohne dass die Therapeuten überhaupt einen Platz zur Verfügung haben.
Also, naja, über diese Servicestelle kann man zumindest schon mal so eine erste Einschätzung bekommen und Empfehlungen bekommen, aber man muss wissen, dass es nicht unbedingt heißt, dass jemand auch einen Platz hat. Also das ist ein super schwieriges Thema. Und du, habe ich das richtig verstanden, du nimmst Privatpatienten oder Selbstzahler? Genau, und gesetzlich Versicherte im sogenannten Kostenerstattungsverfahren. Also das kann, man kann, wenn man der Kasse nachweist, dass es ein Systemversagen gibt, also obwohl ich nachgewiesenermaßen Psychotherapie brauche und es eine dringende Notwendigkeit gibt, habe ich keinen Platz gefunden, dann kann man in Privatpraxen behandelt werden. Ah, auch gut. Muss das allerdings vorher beantragen, genau. Okay. Und was heißt nicht gefunden? Wie viel Ablehnung brauche ich dann oder wie viel Wartezeit oder sowas? Das ist auch von Kasse zu Kasse unterschiedlich. Bei manchen würden 3 Absagen reichen. Ich würde sagen, ich würde 6 bis 10 sagen. Also bestenfalls sammelt man 10 Absagen und schreibt ein Protokoll darüber. Ich habe dann und dann da und da angerufen. Und keine Antwort erhalten oder die Antwort erhalten erst, also frühestens in einem halben Jahr. Und alles, was über 3 Monate gilt, ist, gilt als unzumutbar. Also wenn ich nachweisen, also mit so einem Protokoll nachweisen kann, ich habe, ich sag mal 6 oder 7 Therapeuten und Therapeutinnen angerufen und die haben alle nicht innerhalb der nächsten 3 Monate was. Und ich habe ein paar Formulare, die beweisen, ich habe aber dringenden Bedarf, dann ist, geht es über das sogenannte Kostenerstattungsverfahren. Okay, auch gut zu wissen. Okay. Da werde ich auch noch, kann ich dir auch gerne noch mal ein paar Infos zukommen lassen. Sehr gerne. Schreibe ich einen Blog daraus oder schreibe das dann da drunter, weil ich glaube, das sind echt wichtige Infos, auch gerade in der Akutsituation. Also da sträubt sich bei mir alles, weil ich ja selber weiß, was das heißt. Und wenn dann keiner da ist, also da möchte ich an dieser Stelle auch jetzt echt mal kurz sagen, dann geht lieber zu einem Coach oder zu einem Gestalttherapeuten, ihr müsst es zwar selber bezahlen, so, aber solange diese Wartezeit da ist und da wirklich Bedarf ist, würde ich echt ausweichen und gucken, dass ich dann, oder was sagst du? Also ist mein Empfinden, also, weil arbeiten also, ähnlich, Also wenn man sich irgendwie leisten kann, die Wartezeit als Selbstzahler oder Selbstzahlerin zu überbrücken, wäre das ja auch eine Möglichkeit. Also machen das bei mir auch einige. Ne? Das wäre ein Kennenlerngespräch, wenn wir das Gefühl haben, das passt, dann einfach starten und dann das Kostenerstattungsverfahren anschieben, aber eben direkt anfangen. Das kann man natürlich auch machen. Und ich würde schon so eine Sprechstunde empfehlen, einfach, dass nochmal jemand abklärt, vielleicht auch, wie schwer es ist die Erkrankung gerade und was braucht es und braucht es vielleicht eben doch Klinik oder dringend Therapie. Ich will jetzt nicht sagen, das kann kein Gestalttherapeut oder keine Gestalttherapeutin einschätzen, aber ich hab manchmal eben auch Fälle von sehr schlecht beratenden Menschen in der Praxis, ne, die irgendwie, obwohl sie eine schwere Depression hatten, ein Seminar irgendwo empfohlen bekommen haben als kurze, schnelle Hilfe und danach sind plötzlich heftige Suizidgedanken da oder ist die Krise noch viel größer. Also so einmal eine Einschätzung sich zu holen, ist vielleicht nicht verkehrt, würde ich damit nur sagen. Und dann einfach gucken, was kann mir persönlich in der Krise helfen, wer könnte mir helfen. Und das ist dann ja auch egal, welche Berufsgruppe das ist. Hauptsache, es tut erstmal gut und hilft über vielleicht auch so eine Phase von Therapiebeantragung hinweg. Können ja auch Freunde sein, oder? Ja. Wobei ich aber gerade, jetzt muss ich die Gestalttherapeutin, ich hoffe, die niemals sagen würde, mach das und das Seminar oder ein Coach oder so. Also wenn das, ich finde eben, wenn Menschen Ratschläge geben, was andere zu tun haben und zu lassen sollen, finde ich das schon sehr merkwürdig, weil es ist ja ganz klar, wenn es ein Suizidgedanke ist und der kommt ja häufig vor beim Burnout, weil die Erschöpfung einfach so wahnsinnig groß ist. Und ich hatte, bevor ich die Webseite gestartet hatte, hatte ich eben eine Online-Umfrage gemacht und da kam durch die Bank kam der Suizidgedanke und das kenne ich bei mir auch und da ist es ja, da wird es ja hochbrisant an dieser Stelle, ne? Und
jetzt nochmal zum Burnout zurück. Also ich habe jetzt so, ich war bei der Ärztin, finde dich, bin mal wegen privat versichert oder habe wie nennt sich das, Kosten? Das Kostenerstattungsverfahren. Genau, so komme jetzt zu dir. Ich bin auf deiner Webseite, die kann ich auch mal nennen im Übrigen. Ne? Das ist die www.katrin-tewil.de. Ne? Da finde ich dich oder habe dich empfohlen bekommen oder so, ruf dich an. Wir haben ein Erstgespräch so, und jetzt jetzt entscheide ich mich für, sie sind mir sympathisch. Duzt du oder siehst du? Du siehst wahrscheinlich immer, immer sie. Ja. Immer sie, okay. Ich bin Patientin bei dir oder Klientin? Was Patientin, das hat sich irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein Berufsstandsding. Ich glaube, weil die Krankenkasse zahlt und aufgrund von Diagnosen zahlt. Ich glaube immer, wenn das so ist, dann bürgert sich das Wort Patient ein. Das ist jetzt gar nicht unbedingt meine persönliche Vorliebe oder so. Das ist, ist irgendwie so Berufsstand. Ich arbeite Teilzeit auch im betreuten Wohnen. Da würde ich jetzt zum Beispiel Klient oder Bewohner sagen. Mhm. Und ja, das ist eher so, hat sich so eingebürgert, würde ich sagen. Ich bin deine Patientin, genau. Und wie diagnostizierst, wie machst du das? Also du stellst mir Fragen und ich erzähle dir, wie erschöpft ich bin, dass ich keine Lust habe, mehr morgens aufzustehen, dass ich nur noch weine, dass ich Magenschmerzen habe, dass ich nicht mehr durchschlafen kann, dass ich, was weiß ich, Beziehungsprobleme habe, keiner versteht mich und so weiter und so fort. So, und was machst du jetzt genau? Also meiner Vorstellung, meiner Fantasie, weil du bist jetzt ja Psychotherapeutin, du musst jetzt ja Diagnosen stellen. Hast du dann, gehst du für dich dann irgendwie so vor deinem geistigen Auge das ICD-10 durch oder was machst du? Wie arbeitest du? Ja, also das ICD-10, das ist ja der Katalog der Weltgesundheitsorganisation, nachdem überall, also alles diagnostiziert wird, also die schönen Codes, die man auch beim Hausarzt, wenn man eine Krankschreibung bekommt, sieht, sind die, nach denen ich arbeiten muss. Und die habe ich vorm inneren Auge. Also man kann auch wirklich ganz klassisch nach Buch diagnostizieren. Es gibt auch Fragebögen, die also, um das zu objektivieren, helfen. Also der BDI zum Beispiel ist einer der bekanntesten Depressionsfragebögen, um da nochmal einzusortieren, Schweregrad zum Beispiel der depressiven Verstimmung. Das mache ich aber eigentlich nur, wenn ich mir unsicher bin, also so richtig nach Buch arbeiten. Ich würde eher zum Beispiel schauen, was steht, wäre mir wichtig, seit wann besteht die Symptomatik, wie sehr leidet jemand auch persönlich darunter, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, wie sehr leidet jemand darunter, aber es gibt auch Dinge, die für jemand anderen völlig belastend wären und die Person, die vor mir sitzt, findet es gar nicht so schlimm oder kennt es nicht anders und würde sagen, das ist jetzt eigentlich schon immer so, ich kenne das gar nicht anders. Und das wäre mir wichtig, also seit wann und wie sehr belastet es jemand und auch, was ist so drumherum und in letzter Zeit passiert, also was könnten Auslöser sein, weil angenommen, ich sage jetzt mal, der Partner ist vor 3 Wochen tödlich verunglückt und er würde mir das schildern, dann würde ich keine Depression diagnostizieren, sondern sagen, das ist eine ganz normale Reaktion auf eine unnormale Situation. Ne? Also eine ganz normale, gesunde Reaktion einer gesunden Psyche auf ein furchtbares Ereignis zum Beispiel. Also das wäre mir auch immer noch wichtig. Und versuche ich mich auch viel auf mein Bauchgefühl zu verlassen. Also im Sinne von, was ist so im Raum, was spüre ich, wie viel Druck, wie viel Trauer, wie viel Erschöpfung, wie viel Ärger, was steht so vorne? Und je nachdem, welches Gefühl so vorne ansteht, würde ich auch eher in die eine oder in die andere Richtung denken bei Diagnosen. Also auch meine sogenannte Gegenübertragung nutzen, was ein großes Thema in der tiefen Psychologie und in der Psychoanalyse ist. Auch. Also was ist so der Leitaffekt, könnte man sagen. Also das Gefühl Nummer 1, was irgendwie im Raum steht. Aber natürlich nach den Kriterien, das ist schon wichtig, die habe ich schon im Kopf und würde immer auch die wichtigen
also die häufigsten Erkrankungen abfragen und Thema Drogen, Thema Suizidalität, klar, das hast du gerade auch schon gesagt, das ist immer wichtig, gerade bei Depressionen und Burnout, aber auch bei anderen Erkrankungen. Und da dann auch zu unterscheiden, ist es so ein, sind es so Lebensüberdrussgedanken, wie manchmal würde ich dem Ganzen gerne ein Ende setzen oder hat jemand zum Beispiel schon konkrete Pläne gefasst und hat das Gefühl, also wenn ich nicht morgen Hilfe bekomme, dann setze ich das irgendwie auch um und ich habe schon alle Materialien dafür gekauft. Sowas würde ich dann versuchen zu erfragen. Und aber auch andere Themen, also Ängste, Phobien, Zwänge, Sexualität, ja, Gedächtnis. Also versuchen immer so alle Bereiche abzudecken, weil es gibt viele Themen, die auch jetzt nicht direkt von sich, also nicht direkt geschildert werden. Ne? Mhm. So, also das ist dann immer meine Aufgabe. Ist für dich Burnout eine Krankheit? Ja, also ja, spannende Frage eigentlich. Eigentlich sind wir mittendrin in so einer philosophischen Diskussion, weil also einmal in der Diskussion, was ist der Unterschied zwischen Depression und Burnout? Da haben wir ja, als wir unser Kennenlern-Telefonat hatten, auch schon. Das können wir jetzt gerne noch erklären, genau, sagen, sonst bleibt es offen, genau. Genau, ja. Können wir jetzt ja gerne auch nochmal anstoßen, aber das mit der Krankheit, das ist irgendwie ganz interessant. Je nachdem, an welchem Punkt in einer Therapie ich mit jemandem bin und je nachdem, mit wem ich spreche, würde ich mal Ja und mal Nein sagen. Also es gibt Menschen, die die fast ein bisschen zu sehr das irgendwie so schildern, wie das ist so eine Erkrankung, da kann ich jetzt irgendwie auch nichts für, das ist mir so passiert, da habe ich mich so... Also so, als hätte man sich damit angesteckt in den öffentlichen Verkehrsmitteln und es hat so ganz wenig mit einem selber zu tun, dann würde ich immer so ein bisschen stutzig werden und versuchen, eher so dieses Krankheitskonzept zu erfragen, also zu kritisch zu hinterfragen, weil ich das nicht so hilfreich finde, wenn es so eine Krankheit ist, mit der ich nichts zu tun habe, die mir so einfach so widerfahren kann, dann habe ich auch relativ wenig Möglichkeit, das zu verhindern, dass es mir nochmal passiert und dann habe ich auch wenig Möglichkeit, da wieder rauszukommen, wenn ich also das irgendwie mit mir selber in Verbindung bringen kann und verstehe, wieso, weshalb, warum und warum gerade ich, finde ich das schon irgendwie hilfreich. Also und auch gerade, weil ich Tiefenpsychologin bin, würde ich immer auch gucken, was hat das mit meiner Biografie und meinem Charakter und mit meinen Konflikten zu tun und warum hat meine Psyche jetzt genau dieses Symptom entwickelt. Also für mich ist es kein Zufall, warum die eine Person eine Angststörung bekommt und die andere ein Burnout und die nächste Person eine Suchterkrankung. Also dass da was hintersteckt, wo es sich lohnt hinzugucken. Aber wenn zum Beispiel jemand sich nicht traut, sich krank schreiben zu lassen oder sich wahnsinnige Vorwürfe macht, weil es ihm oder ihr so schlecht geht, oder insgesamt so das Thema Druck da ist, dann finde ich, manchmal kann so das Krankheitskonzept auch ein bisschen entlastend sein. Also, dass man auch mal so Vergleiche macht wie, ja Mensch, also sie versuchen gerade irgendwie einen Marathon mit einem gebrochenen Bein zu laufen und also wenn sie jetzt eine körperliche Erkrankung hätten, würden sie auch nicht so mit sich umgehen oder nicht so streng mit sich sein und was könnte helfen, was könnten Krücken sein, um irgendwie den Weg zu meistern und was könnte aktuell die richtige Herausforderung sein, vielleicht eben nicht der Marathon und so. Also da finde ich das dann schon wieder hilfreich, dass man so ein bisschen versteht, das ist jetzt irgendwie eine besondere Situation für die Psyche und die ist gerade nicht so leistungsfähig wie sonst zum Beispiel oder braucht andere Hilfsmittel. Also von daher, je nachdem, an welchem Punkt ich gerade bin, würde ich manchmal eher in Richtung Krankheitskonzept arbeiten und manchmal eher weniger. Also wenn jemand davon auch, so, ich will mal sagen, profitiert, ich kann jetzt leider nicht mehr das und das machen, ich habe leider eine Depression. Das ist schwer zu sagen. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, wenn man die Unterschiede noch nicht selber erlebt hat in der Behandlung oder wenn man nicht Angehörige hat. Es gibt irgendwie Menschen, die das dann fast so ein bisschen vorschieben. Ich habe eine Depression und ich kann jetzt nicht und ich kann auch nie wieder. Und anstatt zu sagen, ich will nicht zum Beispiel oder ich würde mir wünschen, dass du, also zum Beispiel oft in Kliniken Frauen mit, ich sag mal, Mitte 40, 50, die aufgrund der Depression dann ihren Partner endlich dazu bringen, auch mal mitzuhelfen zu Hause und dann eigentlich ihre Depression fast gar nicht mehr loswerden können, weil die so ein guter
Grund ist, auch mal was einzufordern. Und da geht es dann viel darum, in der Therapie dran zu arbeiten, dass man das auch ohne Depression einfordern darf. Also ne, was braucht es, damit ich die Depression jetzt auch wieder gehen lassen kann, sozusagen. Also oder auch ohne Depression darf ich irgendwo Nein sagen oder mich entscheiden, auf der Arbeit keine Überstunden mehr zu machen oder so. Also deswegen ist das eine ganz spannende Frage. Und du musst ja diagnostizieren, hast du vorhin gesagt, ne? Also, ja. Weil wenn ich jetzt zu dir gekommen wäre, also wahrscheinlich wäre ich auch nicht zu dir gekommen, weil du wärst mir zu jung gewesen, so, weil ich bin jetzt 44 und ich brauche natürlich jemanden Älteren, so jemand, ne? Also ist jetzt also mein Muster, ne? Also ein Jüngere versteht mich ja gar nicht. Also kann ich da ja gar nicht hingehen. Da könnte ich jetzt natürlich auch nochmal drauf eingehen, aber das ist ja vielleicht nochmal eine andere Frage. Und dann, also wenn ich dann höre, es hatten wir ja genau das Gespräch jetzt, du diagnostizierst bei mir eine Depression, dann würde ich wahrscheinlich mit dir das Diskutieren anfangen, weil ich hatte diese Diskussion, will ich nicht nennen, aber ich habe meiner Ärztin dann in der Klinik gesagt, ich möchte nicht, dass sie das Wort Depression nimmt, weil ich sei nicht depressiv. So, weil das war jetzt für mich echt so ein, ne, weil ich bin nicht depressiv, weil ich verstehe, also in meinem Verständnis ist Depression etwas oder ist jemand depressiv, der nicht mehr aufstehen kann, nur noch irgendwie lethargisch irgendwie in der Ecke hängt und überhaupt nicht mehr aktiv wird. Ja, und dann sagtest du ja, na, es gibt aber auch die agitierte Depression, ist ja schön, ne? Also wo das Getriebene ist, weil ich war ja eine Getriebene. Und aber in meinem Patientenverständnis oder Menschenverständnis verstehe ich halt Depression und Burnout einfach so, wie ich es ja wahrnehme. So, deshalb war für mich, weil du hattest mich ja in dem Telefonat gefragt, warum nennst du das Burnout? Warum nennst du das nicht Depression? Und war für mich klar, Depression geht gar nicht. Also Burnout ist halt, naja, erstens in aller Munde, es ist nicht so richtig definierbar, es ist auch keine Krankheit. Weil auch diese Akzeptanz, wenn man in einem Burnout oder in einer Depression ist, das erstmal anzunehmen, weil ich war auch nicht krank, ne, als ich in dem Burnout war. Bei Burnout ist das System mehr krank, ne? Also oft. Also es geht immer, ich finde, wenn Menschen von Burnout sprechen oder auch Patienten, dann geht es oft auch sehr um die Situation, das System, denn Arbeitgeber oder so, ne, die Herausforderung des Alltags. Also es gibt irgendwie, finde ich, bei diesem Begriff immer so ein krankmachendes System oder das System als Auslöser ist so mein Gefühl, was heißt immer. Also ich glaube, jeder hat so ein anderes Krankheitskonzept oder eine andere Vorstellung von Depression und Burnout. Und ich würde auch immer genau darüber sprechen, was bedeutet das für Sie, was bedeutet das für mich und ist der Name eigentlich wichtig und wenn ja, wofür? Und also mir ist es im Prinzip egal, wie Sachen heißen. Ich finde auch Diagnosen nicht ganz so entscheidend für die Behandlung. Ich finde die insofern entscheidend, weil es irgendeine Diagnose braucht, damit die Krankenkasse das übernimmt. Da komme ich leider also auch gar nicht drum herum. Und, und B, um so ein bisschen sich einfach, ja, auszutauschen, also Wörter zu finden, die alle in der Fachwelt irgendwie verstehen. Also wenn irgendwo draufsteht auf einem Überweisungsschein, dass man ungefähr eine Ahnung hat, worum es geht thematisch. Ja. Und das, also für mich macht dann keinen Unterschied, ob irgendwo Burnout oder Depression steht. Ich würde genau die gleichen Sachen fragen oder machen. Und deswegen ist das immer ganz, ganz spannend. Für mich macht das gar keinen Unterschied. Ich würde immer fragen, was bedeutet das für Sie? Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie äußert sich das? Aber ich weiß, dass das ganz unterschiedliche Konnotationen hat. Wie ist es für dich, ich hatte es ja vorhin auch schon mal, als wir uns zu zweit noch unterhalten haben, erwähnt, also ich bin jetzt ja ein systemischer Coach und in der Fortbildung von der Gestalttherapeutenausbildung. Dort diagnostiziere ich nicht. Und dafür habe ich mich ganz bewusst entschieden, weil ich auch für mich die letzten Jahre geguckt habe, gehe ich nochmal in ein Psychologiestudium oder mache ich einen HP, Psychotherapeuten,
um mit der Krankenkasse abrechnen zu können. Aber für mich ist es aus menschlicher Sicht ein Stück weit, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, irgendwie komisch. Ja, wenn pathologisierend. Wenn ich andere diagnostiziere. Also ich habe ich habe Verständnis dafür, dass es irgendwie so ein Kastensystem braucht, um irgendwie, also vielleicht braucht, um zu erklären, was da los ist. Meine Frage jetzt, wie gehst du als Mensch damit um, jemanden zu pathologisieren, zu diagnostizieren? Mhm. Wie geht's dir dabei, wenn du das machst? Ich versuche das einfach ganz offen anzusprechen. Also laut Patientenrechtegesetz bin ich ja auch dazu verpflichtet, darüber zu sprechen, welche Diagnose ich vergebe und warum. Und das nehme ich auch sehr ernst. Das ist machen nicht alle Kollegen immer so ausführlich, aber ich finde das ganz wichtig. Und dann in dem Moment sage ich auch, dass, also wenn es nach mir ginge, würde ich gerne darauf verzichten. Ich würde am liebsten keine Diagnose stellen und nicht entscheiden, wer hat jetzt eine psychische Erkrankung und wer nicht. Oder auch die sogenannten Persönlichkeitsstörungen, da würde ich auch immer das Wort versuchen, anders zu beschreiben und zu sagen, das ist jetzt nichts, was ich mir ausgesucht habe, das Wort steht irgendwie so fest und man arbeitet dran, andere Wörter zu finden. Also ich sage immer dazu, dass ich mich auch damit unwohl fühle. Und dass es eher so eine Art Begriffsschublade ist, um so ungefähr eine Idee zu haben, wo steht jemand thematisch. Und das leider notwendige Mittel, um eine Finanzierung zu bekommen. Also ich meine, wir sind ja eines der wenigen Länder, wo das wirklich auch von den Kassen übernommen wird. Und dann ist es so, dass das notwendige Übel, was ich einfach irgendwie in Kauf nehme, moralisch. Und denke, der Gewinn dafür ist aber, dass jemand, der es sich sonst nicht leisten könnte, Unterstützung bekommen kann zum Beispiel. Und wenn es das nicht gäbe und wenn die Kasse das nicht als Krankheit festgelegt hätte und ich nicht eine Diagnose geben würde, dass es eine Krankheit ist, dann würde es nicht finanziert werden und dann würden ganz viele komplett durchs Hilfesystem fallen, die sich eben keinen Coach leisten können. Und deswegen finde ich es als Mittel zum Zweck in Ordnung, habe mich damit angefreundet. Mhm. Ja. Mhm. Und ich selber sehe aber Symptome immer als funktional an. Also das stammt von Menz aus einem bekannten Analytiker und Tiefenpsychologen, der auch ein schönes Buch geschrieben hat, die Funktionalität der Dysfunktionalität psychischer Symptome. Und da geht es immer darum, warum macht die Psyche, was sie macht und warum ist es irgendwie auch eine gute Idee von der Psyche. Also das ist irgendwie immer eine kreative Leistung und ist immer das Beste, was der Psyche gerade einfällt. Und oft rückblickend gesehen ist es sogar gar nicht so eine schlechte Idee gewesen, was sie da hatte. Es sieht nur manchmal von außen betrachtet erstmal ein bisschen seltsam oder untypisch aus oder ist jetzt nicht für jeden verständlich, aber wenn man so ein bisschen Biografiearbeit macht und die Situation sich anguckt, stellt man auch fest, na, das macht die Psyche durchaus auch zum Schutz vor Schlimmerem, zum Schutz vor völligem Selbstwertverlust oder völliger Erschöpfung oder also es ist manchmal wie so eine Notbremse und das lohnt sich total, sich das anzugucken. Und diese Haltung, die hilft mir und ich habe den Eindruck, die schätzen auch meine Patienten sehr, weil das ist so wenig wie möglich pathologisierend. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich unbedingt gesünder bin als jeder, der vor mir sitzt, sondern ich würde mich immer als normal neurotisch bezeichnen. Aber ich bitte darum, ja. dass jeder seine Konflikte und Themen hat und vielleicht meine Vorstellung ist manchmal so, dass man so im Laufe einer Biografie so einen Werkzeugkoffer bekommt, wenn man so durchschnittlich gut, schlecht aufwächst und wenn man so einen gut bestückten Werkzeugkoffer hat, dann kann man bestimmte Situationen ganz gut meistern und es kann aber trotzdem immer passieren, dass eine Situation kommt, für die ich irgendwie kein Werkzeug habe, also es kann mir genauso passieren oder ist mir auch schon mal passiert, also auch mir geht es ja nicht immer gut, wo ich das Gefühl habe, da habe ich jetzt gar nicht das passende Werkzeug. Und es gibt Menschen, die haben, würde ich sagen, vielleicht einen nicht ganz so gut ausgestatteten Werkzeugkoffer, weil eben andere Sachen erlebt früher, einige Sachen nicht vorgelebt bekommen und
für die sind vielleicht Situationen Auslöser, die bei mir kein Auslöser wären, aber deswegen finde ich die jetzt nicht irgendwie kränker, also krank, ja, oder kränker als mich, sondern einfach, ja, das hat ja auch was mit Chancen im Leben zu tun und Herkunft und Glück und Pech. Und also das ist ja nicht meine Leistung, wie man. Ja. Ja. Und sag, wie, es interessiert mich noch, wie gehst du dann genau vor? Also du hast es gerade gesagt, also die Psyche macht da ja irgendwas, sucht sich irgendeine Krankheit oder ein Symptom heraus und das ist ja mitunter auch eine Schutzfunktion. So, mhm. Und wie geht es dann weiter bei dir? Also das wird, stell mir das jetzt so, das ist so eine kleine Erforschungsreise, nenne ich das auch immer so in meiner Arbeit, so dieses, okay, was ist da eigentlich gerade passiert? Und auch nach der Frage vielleicht von dem Warum oder wieso könnte das jetzt gut sein? Und wie geht es aber dann bei dir weiter? Also wie kann ich als Patient da aus meinem Burnout wieder rauskommen oder mich stabilisieren? Oder was braucht es dafür in deiner Erfahrung? Also es gibt so ein paar Dinge, die... Eigentlich finde ich das immer schwer zu generalisieren. Eigentlich mag ich auch nicht generalisieren. Das wiederum klingt aber oft ein bisschen zu hilflos. Also so, als würde man, als gäbe es gar nichts, was man da empfehlen könnte oder so. Ne? Weil es gibt natürlich schon Dinge, die man eigentlich jedem Menschen empfehlen kann. Gucken, was tut mir gut, was hat mir früher gut getan, was hat mir in anderen Krisen geholfen. Überforderung wegnehmen, aber auch kompletten Rückzug irgendwie vermeiden. Also vielleicht auch manchmal zu Unternehmungen zwingen. Also wenn jetzt jemand eher so eine Antriebslosigkeit hat, ne, oder so einen Rückzug, also eben nicht das Getriebene, dann eher, wer kann mir dabei helfen, dass ich trotzdem irgendwie rausgehe, weil nur zu Hause sein hilft irgendwie auch nicht. Aber wer kann mir vielleicht auch gut zuhören, ohne immer tolle Tipps zu geben oder zu sagen, wird schon wieder. Sport ist für die allermeisten sehr ratsam. Also wenn man nicht gerade ja eben so wahnsinnig getrieben ist, dass man irgendwie nicht mehr vom Laufband runterkommt, könnte man das schon auch als immer, also fast immer als hilfreich sehen. So, das sind so allgemeine Dinge, aber ja. Also geht es denn da um Handlungsanweisung oder was passiert bei dir in den Sitzungen und dann in dem Prozess mit dem Klienten sich wieder zu stabilisieren? Also ich gehe jetzt davon aus, dass es nicht darum geht, dass ich dann Sport mache oder so. Also es muss ja irgendwas, es muss ja irgendwas passieren. Und was machst du da genau? Also, oder was passiert nicht du, was passiert da genau? Ich würde mir mal ganz kurz die Nase putzen. Ja, mach mal. Bist du wieder aufgetaucht? Die ersten Sitzungen, die sogenannten Probatorik-Sitzungen, da gibt es immer eine Sitzung, wo es so ums ganze Aktuelle geht, was ich vorhin so gesagt habe, alle Symptome einmal so abklappern, was ist also eigentlich gerade alles los? Aktuelle Konflikte, wie lebt jemand gerade, arbeitet jemand oder nicht? Partnerschaft, ja, nein, Familie, also alles so drumherum. Und dann gibt es die sogenannte biografische Anamnese, wo man wirklich so von klein auf, erzählen Sie mir, wer war bei Ihrer Geburt dabei, wo war das, wer hat auf Sie aufgepasst, an was können Sie sich erinnern. Und dann einmal so die komplette Geschichte durch beruflich, aber auch, was weiß ich, wie war Pubertät, wie lief es mit Freundschaften und Beziehungen und was sind Dinge, die immer schon schwierig waren für Sie, was sind Dinge, die Ihnen leicht fallen. Also, dass ich so gut wie möglich versuche, erstmal zu verstehen, wer sitzt eigentlich vor mir, mit welchen Ressourcen, welchen Hürden, welchen Themen. Und dann entwickelt sich relativ schnell so ein Gefühl, an welcher Stelle es ein bisschen hakt oder welches die schwierigen Themen sind, wo es sich lohnt, so ein bisschen näher hinzugucken. Aber deswegen habe ich immer noch nicht das Gefühl, sie müssten einfach nur dies und das tun oder dass ich alles besser weiß oder besser verstehe, sondern
Es entwickelt sich so eine Idee, an welchen Themen wir so dranbleiben sollen. Das merkt man auch relativ bald so gemeinsam. Welche sind so die wunden Punkte? Was sind so die besonders spannenden Themen oder die, wo man so auch so vielleicht selbst so einen Widerstand merkt und merkt, ja, okay, das ist ein ungemütliches Thema, aber scheint wichtig zu sein. Und dann hält man die so ein bisschen gemeinsam fest, die Themen. Ich versuche dann mir psychodynamische Hypothesen zu überlegen, also mit der Theorie, die ich gelernt habe, so mir schon mal Arbeitshypothesen zurechtzulegen, wie ist es jetzt zu der Erkrankung gekommen. Manche würde ich schon mal so andeuten, ob es in so eine Richtung gehen könnte, auch um zu gucken, hat man ungefähr eine ähnliche Idee von den Dingen, über die man spricht, was ja auch wichtig für eine funktionierende Behandlung. Also hat man da so ungefähr ein gleiches Gefühl, worum es gehen könnte in den nächsten Stunden. Und dann, wenn die Therapie bewilligt ist, würde ich jede Stunde immer starten mit, also ganz frei, worüber wollen Sie heute sprechen? Oder ich frage gar nichts. Und dann kann es um was ganz Aktuelles gehen, wie ich stecke gerade mitten in meinem Umzug und mich macht es wahnsinnig, dass die Fußleisten immer noch nicht dran sind. Und dann kann, muss es aber nicht darum gehen, na, okay, was ist das da, was sie so wahnsinnig macht? Ah ja, okay, Perfektionismus ist dann ein Thema. Und dann kann es darum gehen, seit wann kennen Sie das mit dem Perfektionismus? Oder wie sind Ihre Eltern damit umgegangen? Oder was für Konflikte gibt es in Bezug darauf? Also, dass man oft so vom Aktuellen ins Frühe kommt oder vom Aktuellen ins Allgemeine oder vom Aktuellen ins Innere. Und so gibt es also immer wieder aufs Neue, versuche ich dann so auf diese von mir festgelegten Knotenpunkte und Fokusthemen hinzukommen, immer mal wieder. Und man kann das aber auch gemeinsam justieren. Also es kann auch sein, dass man irgendwann gemeinsam herausfindet, ah ja, okay, also der Partnerschaftskonflikt ist irgendwie doch viel, viel dramatischer als gedacht. Oder die Kopfschmerzen sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Eigentlich liegt dahinter ein Ärger, den ich irgendwie nicht aussprechen kann oder so. Also so ist ungefähr der Weg. Und viel ist, es gibt so schöne Fachbegriffe, Containment oder Spiegelung oder Mentalisierung, also das sogenannte aktive Zuhören. Also ganz viel ist nicht Tipps geben und oder das wird schon wieder, sondern verstehen, was hat jemand gerade für ein Gefühl und warum, und da dem Gefühl irgendwie gemeinsam Raum geben und eben nicht sofort einspringen und sagen, aber Sie könnten ja dies und das machen und dann wird schon wieder besser. Ich glaube, das muss man Tipps geben dürfen, muss man sich sehr hart erarbeiten durch ganz viel erstmal keine geben und zuhören und da sein und nachfragen und gemeinsam verstehen. Und wenn ich das Gefühl habe, eine Situation ganz gut verstanden zu haben und jemanden ganz gut kennengelernt zu haben, dann nehme ich mir das schon manchmal raus und sage so, also so wie ich sie bisher kennengelernt habe, ist mein Eindruck, dass das und das schon hilfreich sein könnte oder dass sie das und das vielleicht wirklich durchziehen sollten und sich nicht nur vornehmen sollten oder auch wenn sich jemand irgendwie nicht entscheiden kann und ich habe da so ein eindeutiges Gefühl, was ich jetzt gerade empfehlen würde, dann würde ich das schon sagen, aber dass ich habe den Eindruck, das muss man sich erarbeiten. Also so ist den Großteil der Stunde ist eher gemeinsam so nach und nach die verschiedenen Schichten, ja, wie von so einer Zwiebel abziehen und gucken, was ist da irgendwie da drunter. Vielleicht ist es sind es erstmal die Schlafstörungen und der hohe Puls und Panikattacken, aber was ist vielleicht, wovor hat man eigentlich Angst oder was steckt hinter der Angst? Ist es vielleicht auch ein Ärger? Was macht einen gerade eigentlich traurig oder ja. Ich habe, also ich sage gerade raus, ich habe mit den Psychotherapiesitzungen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also es hat jetzt auch nichts, also ich will jetzt nicht sagen, Psychotherapie ist Kacke, sage ich nicht, sondern es steht und fällt tatsächlich in meiner Erfahrung mit der Person, die mir gegenüber sitzt. Ja. Ich habe da irgendwie nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil die mir durch die Bank Ratschläge gegeben haben und ich einfach das Gefühl hatte, die hören eben nicht aktiv zu. Und ich kenne das vom Coaching, ich weiß, was aktives Zuhören ist. Und was meine Erfahrung noch mit Psychotherapie ist, und ich sage nicht, dass das bei dir so ist, weil bei dir habe ich ein anderes Gefühl dazu.
dass es auch was sehr Kognitives die ganze Zeit ist. Weil, ich muss mal einen Satz zu Ende machen, also weil aus meiner persönlichen Erfahrung und wenn ich gucke, wer zu mir ins Coaching kommt und sich von mir begleiten lässt, die sind ja alle fit im Kopf. Also die wissen durch die Bank, was sie haben, die haben schon Therapien hinter sich, die können zum Teil wie ein Psychotherapeut reden oder wie eine Psychologin, weil die gucken ja auch die Begrifflichkeiten nach, also die wissen ja alles. Die wissen ja alles. Und da fängt bei mir die spannende Arbeit an, das mal zu unterbrechen. Ich finde auch, weg von dem hier kommt, weißt du? Ich finde auch, man kann ja viel intellektualisieren in so Sitzungen und gemeinsam darüber sprechen, wieso, weshalb, warum und irgendwie darf sich dann gerade trotzdem nichts ändern oder so. Oder es geht irgendwie trotz, also obwohl man weiß, eigentlich müsste ich nur das und das machen, geht es irgendwie nicht. Und dann die Frage, warum eigentlich nicht und warum stagniert es gerade oder so. Oder was steckt dahinter? Ne? Man nennt es ja auch Abwehr in der tiefen Psychologie, einige Dinge. Also auch Intellektualisierung ist ja eine Abwehr. Und genau. Da kann man auch gemeinsam reinrutschen. Das ist auch ganz spannend. Es gibt so Stunden, da passiert mir das auch. Da halte ich dann plötzlich, ertappe ich mich selbst dabei, dass ich so ein bisschen monologisiere und irgendwas erkläre und denke, was ist denn jetzt passiert? Jetzt bin ich ja plötzlich in so einer Erklärbär-Situation und dann fällt mir irgendwie selber auf. Und dann versuche ich aber rauszufinden, wovon haben wir jetzt eigentlich beide abgelenkt, was oder so, ne? Oder was wurde hier abgewehrt? Vielleicht auch gemeinsam. Also man ist ja auch immer alles eine Dynamik. Was zum Beispiel auch spannend ist, dieses Tipps geben, ist oft auch was Dynamisches, weil es ist eigentlich nicht so meine Art, aber manchmal kommen ja auch Menschen genau mit so einem Druck in Behandlung. Also so, mir geht es so schlecht jetzt schon so lange, jetzt sagen Sie mir bitte in diese Stunde, was ich machen kann, damit es weggeht. Wie antwortest du da drauf? Und die müssen das doch wissen. Also so wie, wenn ich jetzt eben, wenn man das wieder mit was anderem vergleicht, wenn ich hier mit einem gebrochenen Arm sitzen würde, würden sie jetzt ja auch nicht sagen, naja, da müssen wir erstmal in Ruhe drüber reden und sie müssen mir jetzt nochmal sagen, ja, dann würde ich versuchen, darüber zu sprechen. Und über, wer weiß eigentlich, also wäre das überhaupt schön, wenn ich besser wüsste als sie selber, was für sie richtig ist und über Druck und würde sagen, dass, ja, würde versuchen, den Druck zu verbalisieren. Also wer so eine Stunde eröffnet, steht ja offensichtlich. Also das ist wieder die Arbeit mit der Gegenübertragung. Und dann wäre also das Gefühl, was im Vordergrund steht, Druck und Leistungsdruck. Und dann würde auch ich mich unter Leistungsdruck führen. Und das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie eine besonders gute Therapeutin sein und besonders gute Tipps haben. Und dann würde ich davon ausgehen, hat der oder die vor mir sitzt, das gleiche Thema auch und würde gucken, dass ich das irgendwie in den Fokus nehme. So, wann und wie und warum muss man eigentlich performen und wer legt Maßstäbe fest und so. So würde ich versuchen, damit umzugehen. Aber auch solche Sachen sind ja eine Dynamik. Ja, also es ist spannend. Also, ne, weil ich einfach immer, weil ich habe auch dann nach dem Burnout ganz viel mit dem Körper gearbeitet und habe da für mich so festgestellt, ah, das wäre was gewesen oder da spreche ich gut an, weil ich eben nicht spreche. Ja, weil da spricht der Körper. Und das ist etwas, wo ich einfach gut ins Spüren komme, dass ich nicht mehr so viel quatsche, ja, sondern dass ich das von dem weggeht und dann in den Körper, ins Gefühl rein. Mhm. So, und dann kann auch wieder das kommen. Aber wenn ich nur hier drin bleibe im Kopf und das alles erkläre und aus der Kindheit und so, da habe ich einfach für mich gemerkt, das ist nicht mein Weg. Und kam damit auch nicht weiter. Also ich muss das wirklich so sagen, aber ich sage jetzt nicht nochmal an der Stelle, das war die Psychotherapie, sondern das waren die Personen, die mir gegenüber saßen. Das ist ja auch nachgewiesenermaßen einer der wichtigsten prognostischen Faktoren für eine erfolgreiche Therapie, also die persönliche Passung. Also das darf man auch nicht zu wenig betonen. Man muss schon sich wohlfühlen, das Gefühl haben, man hat irgendwie eine ähnliche Herangehensweise an die Dinge oder fühlt sich auf jeden Fall sicher und aufgehoben in dem Raum und die Technik passt. Weil das, was du beschreibst, da kann man ja durchaus auch, also wenn jemand eine Fortbildung zu hat oder sich das vorstellen kann, kreativ arbeiten oder körperfokussiert oder ne, solche Dinge mit einbauen oder achtsamkeitsbasierte Verfahren,
Entspannungstechniken, Imaginationstechniken, alles, was so weggeht vom Reden, das kann man durchaus auch einbauen, aber es muss natürlich auch zu der Person passen, die dann eben deine Behandlung macht, ne? Und dann das scheint dann ja einfach in dem Fall nicht, sich für dich dann auch nicht so passend angefühlt zu haben. Nee, bloß das Ding ist, weil, und das ist ja echt tricky, ne? Weil ich komme in einer Akutsituation oder aus der Klinik, ja, war jetzt die besagte Person. Und habe ja eben dieses, ich muss schnell agieren, ich brauche schnell jemanden, der mich begleitet. Dann nehme ich vielleicht den Erstbesten, weil so viele stehen ja gar nicht zur Verfügung. Ja, genau. Ich muss mir ja schnell entscheiden. Ja, das ist auch ein Riesenproblem mit diesen knappen Kassensitzen und so, dass das dann oft, das muss jetzt ja passen, ne? Weil, sonst mehr habe ich ja nicht zur Auswahl, Und da muss das ja stimmig sein. Und ich habe erst, weil ich die Coaching-Ausbildung angefangen habe, das war ungefähr so nach einem halben Jahr oder so, ich war anderthalb Jahre bei der Dame und hatte dann parallel dazu die Coaching-Ausbildung angefangen und habe da irgendwie gemerkt, ey, warte mal, irgendwas ist ja ganz komisch. Und kam dann selber in so einen Switch rein, dass ich auf einmal der Coach war und ihre Reaktionen bemerkt habe. Und da habe ich dann für mich gemerkt, nee, ich bin ja völlig falsch, weil das in meiner Wahrnehmung hört sie gar nicht zu, was ich sage und versucht irgendwas zu therapieren, was überhaupt nicht mein Thema ist. Und als Abschied, und da habe ich mich echt geärgert, hat sie mir dann nämlich gesagt, weil ich, wie gesagt, anderthalb Jahre bei ihr, habe sie mehrfach darauf hingewiesen, dass das nicht meine Themen sind. Sie bringt da selber was rein und ich möchte da nicht drüber reden. Also das ist nicht meins. Und wenn sie da damit weitermacht, dann möchte ich das beenden. So, und sie hat aber damit weitergemacht und hat mir dann das war unglaublich, weil dann, als ich gegangen bin und mich verabschiedet habe, hat sie wortwörtlich gesagt, das sei jetzt ja wieder typisch, ich würde nichts zu Ende bringen. Und da habe ich mir gedacht, du doofe Kuh, du müsstest mir eigentlich gratulieren, dass ich mich wieder spüre und ich für mich... Oder dass du merkst, was für dich gut ist. Oder richtig, und mich wieder spüre und sage, du bist nicht richtig für mich, weil ich brauche hier gerade was anderes. Und da hätte sie mich eigentlich umarmen müssen und sagen können, hervorragend, Frau Ringbeck. Ja. Aber es sei denn, du hättest vorher 50 Stunden lang gesagt, also ich weiß auch nicht, das ist ganz furchtbar, ich fange immer Dinge an und höre die nie auf und ich kann Menschen nicht davon, ne? Dann ist es ja was anderes, aber so klingt es ja eben nicht. Und anderthalb Jahre, weißt du, und da habe ich echt gedacht, und man weiß es ja nicht, ich wusste ja nicht, was gibt es alles für Therapieformen und habe ich die Wahlmöglichkeiten? Gibt es Psychotherapeuten, die auch mit Körper arbeiten? Was brauche ich überhaupt? Das weiß ich alles gar nicht. Ja? Also wenn ich da in so einem verwirrten Zustand da irgendwie aus der Klinik wieder rauskomme, wo ich erstmal stabilisiert bin. Und das ist echt, das ist schwierig. Und da mag ich echt jetzt nochmal hier an Zuschauer, guckt euch das an. Und wenn ihr das Gefühl habt, das passt nicht, dann loslassen. Erst mal ansprechen. Genau, ne? Das würde ich raten, weil das ist eigentlich der beste Prüfstein, ja. Wenn irgendwas Bestimmtes schwierig ist oder ich mit was Bestimmtem unwohl fühlt und jetzt habe ich einfach ihr gesagt, anstatt sie. Aber was? Wir duzen ja hier alle. Genau. Ich duze alle. Okay. Du an Zuschauer, ja. Okay. Dann finde ich das total wichtig, das anzusprechen. Und wenn darauf gut reagiert wird, ist das ja wiederum schon wieder ein ganz gutes Zeichen. Also, genau. Oder wenn die Themen schwierig sind in der Therapie, die sonst auch immer schwierig sind, ist auch kein schlechtes Zeichen. Also, ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Fall, wo es um ganz viel Misstrauen und Selbstmisstrauen und Zweifel und was ist eigentlich echt und was ist falsch und was sind echte Gefühle. Und natürlich ging das auch relativ schnell, hat sich das auf mich übertragen. Klar. Und sind Sie eigentlich eine echte Therapeutin und sind Sie eigentlich wirklich Tiefenpsychologin? Und also so, und dann ging es um die Frage, würde das jetzt helfen, wenn ich meine Approbationsurkunde zeige oder geht es nicht vielleicht um was anderes und haben wir da nicht ein Thema im Raum, was sie ja auch in anderen Bereichen beschäftigt und dann ist es irgendwie, ist es da und dann ist es besprechbar und das kann ja auch ganz schön sein. Oder auch die Frage,
Wie geht es mir eigentlich damit, dass es eine relativ junge Therapeutin ist, hatte ich, deswegen musste ich auch eben schmunzeln, hatte ich auch schon Fälle, also ich würde immer sagen, klar, wenn es für sie sich nicht richtig anfühlt, dann werde ich sie nicht aufhalten und dann sollten sie gucken, dass sie irgendwo hingehen, wo es sich für sie richtig, also ich würde immer die Passung betonen und dass es das Wichtigste ist, dass sich jemand wohlfühlt. Aber auch da kann es ja sein, dass sich in 2, 3 Gesprächen das Alter als nicht so wichtig herausstellt. Oder wenn das jemand anspricht, dann kann man darüber sprechen. Hatte ich auch schon so einen Fall. Und dann ging es auch um, ja, okay, ist denn die Idee, dass ich besser weiß als sie, was richtig und was falsch ist? Muss ich die Sachen schon mal selber erlebt haben, um ihnen zu sagen, wie das Leben richtig funktioniert? Oder ist es auch ganz gut, wenn ich nicht bei allem irgendwie sage, ja, also ich habe so und so wahrgenommen oder ich würde so und so machen, ist es vielleicht auch ganz, ne, weil ich vielleicht Dinge noch nicht selbst erlebt habe, einfach nachfragen muss, wie geht es denn Ihnen damit? Und dann war das Gespräch irgendwie gut und dann ist er geblieben. Das ist auch nicht immer so, aber das würde ich empfehlen. Also wenn irgendwo an bestimmten Stellen sich was komisch anfühlt, ansprechen und das so ein bisschen als Prüfstein nehmen. Also wenn jemand das gut annehmen kann, das ist immer ein gutes Zeichen. Und in deinem Fall hattest du ja nicht das Gefühl, die Dinge, die du kritisiertest oder die nicht gepasst haben oder die sich nicht richtig angefühlt haben, dass das gut angenommen wurde, wenn du es angesprochen hast. Ne? Genau, weil ich hatte es angesprochen, weil ich habe ja halt gesagt, ja, ne, das ist nicht mein Thema und ne, warum sie das reinbringt. Genau, und es war irgendwie was Persönliches, was sie da nicht annehmen konnte oder so. Ja. Naja. Und machen wir uns das vor, also du wirst geprüft von deinen Patienten, ich werde geprüft in den ersten Sitzungen von meinen Klienten, weil die wollen erstmal gucken, ist ja logisch, wen habe ich hier, mit wem habe ich es hier zu tun, kann der mich begleiten. Genau. Willst du denn noch abschließend noch irgendwie was sagen für alle die ihr zuguckt, genau, und das Video abruft? Noch irgendein Tipp, Empfehlung bei Burnout, was wir jetzt gerade nicht angesprochen haben? Also erstmal würde ich, glaube ich, insgesamt die Angst vor Therapie nehmen wollen, egal welche Therapie und welche Richtung. Ich glaube, ganz viele Menschen haben, ich unterhalte mich natürlich auch öfter privat drüber mit Freunden, denen es irgendwie nicht gut geht oder Eltern von Freunden. Und ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr, sehr viele Sorgen, was so in Therapien passieren könnte. Und ich würde vor allem ermutigen, das auszuprobieren und auszuprobieren, was könnte passen und und da so hinzuspüren und auszuprobieren. Das finde ich, glaube ich, wichtig. Und auch, was ich, glaube ich, noch wichtig finde, ist versuchen, Verbündete zu finden, Freunde zu finden, mit denen man drüber reden kann und die vielleicht auch ein bisschen zu instruieren. Ich glaube, dass ganz viele Menschen nicht einfach eben nicht wissen, wie sie damit umgehen können, wenn es jemandem nicht gut geht. Generell nicht nur bei Burnout oder einer psychischen Erkrankung. Ich glaube, auch Eltern zum Beispiel haben ganz oft Schwierigkeiten damit auszuhalten, wenn es dem Kind nicht gut geht und sind dann irgendwie selber ganz aufgeregt und wollen, dass es schnell wieder weggeht und schnell irgendwas machen und daraus kommen dann so Ratschläge. Also vielleicht auch ganz klar zu instruieren, Mensch, also vielleicht, du musst gar nicht viel sagen, vielleicht können wir einfach einen ruhigen Spaziergang machen oder vielleicht kannst du mich einfach mal drücken oder lass mich einfach erzählen oder vielleicht stellst du nur Fragen und gibst keine Ratschläge. Du musst mir auch nicht ständig Hoffnung machen oder so. Also ich glaube, man darf manchmal auch ein bisschen sich was wünschen. Ich glaube, viele sind darüber auch dankbar, wenn sie wissen, was sie machen können und was sie besser nicht machen sollten, glaube ich. Ja. Gebe ich dir recht. Allerdings mag ich dazu sagen, das ist eine hohe Kunst. Ja. Also für die anderen, weil selbst wenn ich sage, hör einfach nur zu, und auch das weiß ich aus Erfahrung in meinem Burnout, du musst gar nichts machen, du musst mich hier nicht therapieren, einfach nur zuhören, da sein, das ist für viele Menschen gar nicht machbar. Ja, weil einfach dieses, wir lernen den Gefühlsumgang nicht, also mit unseren eigenen Gefühlen. Und das heißt, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, wo ich einfach nur da sein soll, ja, bin ich ja mit meiner Innenwelt konfrontiert. Ja. Und das können die meisten nicht, was nehme ich für ein Wort, aushalten, Umgang. So, ja. Die haben keinen Umgang damit, was sie damit machen sollen. Und deshalb, in meinem Fall, war einfach vermeiden. Also
kein Kontakt mehr, weil es für die Menschen schwierig war, in meinem Umfeld mit mir, also nicht mit mir, mit ihren Gefühlen umzugehen, wenn sie mich getroffen haben. Ich glaube auch, dass das A, nicht jeder kann und dass es auch immer schwieriger ist, wenn man jemanden auch persönlich kennt und dass das ja ein Grund ist, warum es Professionen gibt, die sich kümmern und eben nicht verwandt verschwägert sind, weil es dann ein bisschen leichter ist, wenn man nicht direkt mittendrin hängt. Oder auch ein Grund, warum ich keine Freunde therapieren würde, weil das eben auch wieder anders wäre. Ja. Was ich vielleicht noch wichtig finde, ist gerade, also was ich auch mit dem Wort Burnout verbinde, ist, dass es ja irgendwie oft um sowas geht, wie ganz viel gearbeitet oder sich kaputt gearbeitet oder also quasi so sehr getrieben sein, bis irgendwann gar nichts mehr geht. Also es geht irgendwie oft, nicht immer, auch um Leistung und um Druck und um Ideale und irgendwie Selbstakzeptanz und Selbstwert und was bestimmt eigentlich mein Selbstwert oder so solche Themen und dass man gut aufpasst, wie man mit sich selber umgeht. Viele Menschen sind schnell so streng zu sich selber, wie sie mit niemandem anderen umgehen würden. Und sich da zum Beispiel vorzustellen, was würde ich jetzt einer Freundin raten oder einem Freund raten oder wie würde ich mit dem oder der umgehen, wenn die mir das Gleiche erzählen würde. Ich finde es manchmal ganz beim Zuhören ganz, ganz furchtbar, wie Menschen plötzlich mit sich selber umgehen und wie gemein Menschen zu sich selber werden können. Und das ist, glaube ich, was Wichtiges, nicht an sich selber andere Ansprüche zu haben als an andere. Ja, das ist die, für mich ist das die fehlende Selbstliebe. Also ja, so kann man es zusammenfassen. Aber das ist natürlich auch mal leichter gesagt als getan. Ne? Man muss sich ja selber lieben. Und dann, nein, also gerade wenn es eigentlich gut geht. Ja, aber das finde ich wichtig. Und vielleicht in Bezug auf Freunde, so ein bisschen gucken, wer hilft, kann mir mit was helfen. Und vielleicht gibt es eine Person, die nicht die beste Zuhörerin ist, aber mit der kann ich irgendwie doch ganz gut meine Fahrradtour machen oder so. Oder jemand, der mir irgendwie helfen kann, meine Bude mal aufzuräumen, wenn ich da ewig nicht zugekommen bin. Vielleicht gibt es ja doch pragmatische Dinge, wo Menschen unterstützen können. Und insgesamt drüber reden, glaube ich, oder zumindest zu versuchen, drüber zu reden, zu gucken, wem kann ich mich anvertrauen, ist sicherlich nicht die schlechteste Idee. Und wer kann es halten? Ja. Genau, und dann einfach so ein bisschen auszutesten. Ne? Manchmal überraschen einen ja auch die Menschen. Und, hast recht. Okay. Genau. Ja. Okay, gut. Dann danke ich dir erstmal ganz, ganz herzlich. Für ein langes Gespräch. Auch. Und ein schönes, also wie ich fand, ein sehr schönes Gespräch. Wie geht's dir gerade? Gut. Ja. Gut, das finde ich immer spannend, über so Themen zu reden, weil das, finde ich, so auch gesellschaftspolitische, soziokulturelle Dimensionen dann hat, ne? Wenn man fragt, was ist eigentlich Krankheit, was nicht, was ist Leistung, was nicht. Genau. Spannend. Und auch spannend für mich zu hören, eine Psychotherapeutin, die eigentlich nicht so gerne diagnostiziert. Ne? Also finde ich ganz schön. Danke dafür. Ja, also ich weiß nicht, da geht es vielleicht anderen Kollegen auch anders. Die würden das dann irgendwie schwammig finden oder so. Oder ja, da siehst du, ist es sicherlich wieder ein Thema der Passung. Es gibt sicherlich auch Leute, die dadurch verunsichert werden, wenn ich sagen würde, naja, sind ja auch nur Schubladen. Also für mich ganz, ganz glücklich sind über ihre Diagnosen und ganz erleichtert, dass sie endlich eine Diagnose haben. Ja, also für mich bist du, weil ich hatte, wie gesagt, Besetzung auf den Psychotherapeuten und es freut mich gerade umso mehr, weil ich jetzt sehe, es gibt psychologische Psychotherapeuten und dahinter ist ein Mensch, der fühlt. Das ist schön, wenn ich das vermitteln konnte, aber es ist ja eigentlich auch traurig, dass es oft sich scheinbar dann nicht so anfühlt. Ne? Das finde ich, das ist echt blöd. Ich glaube, das ist auch ein Beruf, der manche dazu verleitet, so ein bisschen Deutungshoheit von oben herab. Ich weiß besser, was für dich richtig ist als du. Das ist auch ein bisschen verführerisch, die Rolle. Ja. Umso schöner zu sehen, genau, dass du es nicht hast. Und ich danke dir da sehr dafür. Und danke dir. Weil,
cool, dass du so eine Seite aufbaust und hoffentlich vernetzen sich Menschen gut und finden eben auch gut die Unterstützung, die zu ihnen passt. Ich würde mir ein Hilfesystem wünschen, das ist auch ein bisschen in Arbeit, aber ich glaube, das wird noch sehr dauern, wo man eben eine relativ neutrale Beratung am Anfang bekommt und ich sage mal eben diese 5 Gespräche vielleicht noch gar nicht entscheiden zu wem, also möchte ich jetzt dieser Person ja oder nein, sondern dass es vielleicht so 5 Gespräche gibt, die eben darum gehen, welche Behandlungsmethode könnte zu mir passen, welches Verfahren, muss es überhaupt Therapie sein oder geht vielleicht auch was ganz anderes, gibt ja auch andere Dinge als Therapie und hoffe, dass sich das dahin so ein bisschen entwickelt und bis dahin, glaube ich, kann man das nur versuchen, für sich selber zu tun, also eben an 1, 2, 3 Stellen Erstgespräche zu führen, ohne direkt das Gefühl zu haben, jetzt auch starten zu müssen und sich so ein bisschen umzuhören und dann nach Bauchgefühl zu gehen. Bauchgefühl ist ganz wichtig. Ja. Gut. Ja, und liebe zu dem Kosterstattungsverfahren lasse ich dir gerne nochmal was zukommen, beziehungsweise halb auch selbst vor, dazu noch ein bisschen was zu schreiben und so eine Schritteanleitung zu machen, weil das sehr kompliziert klingt, aber machbar ist mit Unterstützung und das ist zumindest ein Weg, über die Privatpraxen Unterstützung zu bekommen, wenn man das möchte. Okay, cool. Gut. Danke dir. Ja, ich danke dir. Liebe Katrin, ja nochmal Webseite an dieser Stelle nochmal www.katrin-tervil.de, da findet man dich. und danke von Herzen, dass du mit mir dieses wunderschöne Gespräch geführt hast. Ich danke dir. Ja. Danke gerne dir. Bei Fragen nochmal melden. Ich danke dir. Wir bleiben in Kontakt. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.